So, wieder eine neue Folge Funktionspunk. Diesmal ohne Andi. Ja, der ist nicht da. Dafür mit Christian. Ja. Also Andi kommt gleich. Und wir haben aber schon mal angefangen, weil uns war langweilig. Ja, nichts zu tun. Und Christian war nämlich auch aufgefallen, dass wir mit unserer Lenkung und dem Tank und dem Lenkanschlag mit ein paar Millimetern nicht so ganz hingekommen sind. Und dann haben wir uns gedacht, wir nehmen das mal auseinander und verbessern mal die Konstruktion von Herrn Feldmann. Das war suboptimal, was er gemacht hat. Darf man ihm natürlich nicht erzählen. Kriegt er Sodbrennen. Ja, wir haben das einfach gemacht, weil er nicht da war. Genau. Und das Geile ist, Christian hat eine Buchse gedreht. War das eigentlich Bronze oder ist das eine Messingbuchse? Warte mal. Ich glaube, Messing. Ja. Oh, Messing. Schön hast du das gemacht. Ja, ne? Hat er eben gerade gedreht. Hat viel Schönes. Die sind ja sogar sichtbar, ne? Ja. So, weil Christian meinte nämlich, wenn wir diese Buchse jetzt Lenkkopf da unterbauen, dann kommen wir insgesamt mit der erstmal dem ganzen Rahmen ein wenig höher. Also wir haben etwas mehr Bodenfreiheit, das sieht etwas cooler aus. Auch wegen dem Auspuff, ne? Weil der ja auch so weit runter ist. Ja, genau. Hast du jetzt mehr Bodenfreiheit auch. Also ist nicht viel, aber das ist schon, bringt schon ein bisschen. 15 mm. Ja, genau. Und das Gute ist, dadurch kommt die ganze Mimik weiter hoch und somit auch der Lenker. Das heißt, der Lenkeinschlag ist auf jeden Fall so, dass man sich nicht die Flossen klemmt. So sieht das aus, ja. Weil der Lenker geht zwar an unserer Tachoeinheit vorbei, aber dann die Ansteuerung vom Gasgriff, die würde dann nämlich an den Tank kommen. Und das ist nämlich jetzt nicht der Fall. Ja. Das Tolle ist, das fällt man das gar nicht weiß, dass wir das jetzt einfach gemacht haben. Weil eigentlich wollten wir nämlich die Tankhalterung bauen. Ja, aber da haben wir umdisponiert. Und weil wir da keinen Bock drauf hatten. Ja, haben gesagt, jetzt locken wir ihn mal ein bisschen aus der Reserve. Das Schöne ist, dass die Messingbuchse nachher sichtbar ist. Ja. Die kann man dann ja auch in da Messing hier, lassen. Mal. Da ist sie. Ja. Machen wir das Ding. Oh oh. Oh oh. Fällt. Sag mal, was hier? Hallo Andi. Wir haben schon mal losgelegt. Was, sag mal, seid ihr nicht ganz dicht? Wieso habt ihr die Gabel ausgebaut? Ja, weil das scheiße war. Wieso, was wir haben das mal etwas verfeinert. Ja, wir hatten keinen Bock auf die Tankhalterung. Feintuning. Hä? Ja. Guck mal, was für der Scheiße jetzt. Macht nichts. Wir bauen jetzt ja wieder zusammen. Wir können mit doch nicht dir einfach die Gabel jetzt ausbauen. Die ist so ja schon raus. Wenn du die auch wieder ein, kannst du ja wieder nach Hause gehen, Mensch. Das war doch schon fertig. Nee, es war eben nicht. Nicht optimal. Halt aus fertig. Hä? Wir wollten doch gar nicht was anderes machen. Ja, hatten wir keinen Bock drauf. Ja. Außerdem warst du nicht gekommen. Wir können doch nicht einfach alleine hier entscheiden. Siehst du ja. Du warst ja nicht da. Konntest du nicht mitreden. Ich habe doch gesagt, wir kommen zu spät. Was sagt die Uhr? Ist ja schon völlig da. Mann, echt, was soll das? Was habt ihr denn vor? Wir machen das jetzt. Guck mal hier. Ja, toll. Guck mal, was der Herr Willer gedreht hat. Ja, und den kann ich auch. Kannst du gar nicht. Kann ich nicht? Sammelmoors, ey. Guck mal. Schnöpf. Guck mal, wie schön das ist. Und weißt du, was das nämlich jetzt bewirkt? Guck mal, das kommt nämlich jetzt hier rauf. Das bewirkt, dass die ganze Mimik etwas höher kommt. Auch dein Rahmen, das ist nämlich auch geil, der kommt ein bisschen höher. Und Mann, ich verstehe das alles gar nicht. Die können doch nicht einfach eigenmächtig handeln. Doch, natürlich. Also, wir verstehen das auch nicht, aber wir probieren das mal. Habt ihr Bier getrunken? Nee. Nee. Noch nicht. Du warst ja nicht da. Da. Ja, das war schon da. Das ist schon Schal. Mann, ja, was soll das denn jetzt werden, sag mal? Mann, das ist so eine Nummer gewesen, die Gabel da überhaupt einzubauen mit der überspannten Feder. Ja, wir mussten alles abflexen, sonst wäre das nicht abgegangen. Was habt ihr denn jetzt noch abgeflext? Nein, haben wir nicht. Hier oben ein Stück und da haben wir was weggenommen. Und was glaubt er auch noch? Lass ihn doch. Andi, das wird ganz toll. Wir bauen das jetzt mal wieder zusammen. So, leg mal dein Material beiseite. Ja, ja, hab ich wollte hier die Trittbretterumrandung bauen? Nee, machen wir heute nicht. Dann wollte ich die Tankhalterung bauen. Machen die wir auch nicht heute. Du kannst mal, hast du irgendwo Fett? Ja. Gib doch mal. Du kriegst gleich echt die Fett, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Naja. Ich weiß auch noch ungefähr, wie es wieder zusammenpasst. Weißt du noch, wie das gehört? Nee, hab ich vergessen. Was ist denn? Oh Mann! Herr Fettmann! Herr Fettmann!
Andi, weißt du noch, wie das da reingeht? Ja, mit dem Fettmann. Ja, weißt du, ich helfe euch jetzt noch, dusselt da was hier, die Gabel da auseinandergefunden, könnt ihr das auch wieder zusammenbauen. Wir können das auch daneben legen und fahren wir nach Hause. Fahren wir nach Hause, trinken Bier. Ja, bitte, hier ist die Tür. Nee, der wird das aber ein kurzer Film, das wollen wir ja auch nicht. Immer das gezählt, ne? Ja, Mann, ich komme hier an und dann. Ja, er weiß ja nicht, was wir vorhaben. Meine schönste Maschine auseinander. Allerschönste. Ja. Ja. Kannst du mal. Da hat er recht. Kannst du mal hochmachen. Ja. Leute? Ja. Ja. Hält's fest oben den Ring? Ja. Pass auf mit Flossen hier. Oh. Oh, guck mal, schön, ne? Kostet richtig Nerven mit euch. Ja, ne? Was ihr hier vorhabt. Ja. Gut ist, wenn die so teuer sind. Ja. Nun merkt ihr mal nicht rum. Ja. Aber was der ganze Aufwand jetzt soll. Oha, was ist denn jetzt los? Schnäbel der noch nicht, oder? Ach, Scheiße, das Gewinde. Eigentlich gut. Das will ich nicht, das dreht über jetzt. Dann müssen wir ihn noch ein Stück höher machen. Warte mal, lass mal. Nein, weil das Gewinde ist doch schon drauf. Aber nicht, dass du es jetzt verknaddelst und uns die Schuld gibst. Nee, das ist verknaddelt. Das ist jetzt so, dass. Ich hab dir gesagt, das ist so empfindlich, der Scheiß. Nee, der dreht über. Hör auf. Dreht über. Ich hab's gesagt. Mann, so eine Scheiße. Jetzt sitze ich hier und warte auf die Teile und die Typen, die sind einfach abgehauen. Fummeln da die Gabel auseinander. Ich weiß gar nicht, was das soll. Und dann kommen die nicht an den Laden. Fliegt das hier alles auseinander? Bin echt genervt irgendwie. Ja, vielleicht kommen die heute noch mal sehen. Und ich wäre so gerne weiter. Ich hätte so gerne weitergemacht. Aber ohne Gabel, da kann ich ja nicht weitermachen. Ich wollte das mit dem Lenker, mit den Griffen bauen. Und jetzt liegt das hier alles auseinander. Das sind mir Freunde. Moin Andi. Ja, moin Andi, sag mal, wo bleibt ihr denn? Moin Andi. Wir müssen auch mal arbeiten. Ja, moin Andi, weil ihr wollt arbeiten. Oh, das ist wieder dann haut ihr einfach ab. Was? Unser lila Launebär. Alles klar mit dir? Wieso? Ihr findet das alles witzig, ne? Ja, wir haben ja auch was mitgebracht. Ja, was denn? Dann in Laune zu steigen. Ich war ja nicht untätig, ne? Ist jetzt zwar schon ein Jahr her, war ja 2021. Was war denn? 21, was war denn überhaupt, 22. Wieso? Jetzt haut ihr ab mit den Teilen und kommt ihr wieder mit den Teilen. Ja, wir haben was Schönes gemacht. Für dich. Verbessert. Ja. Weil diesen Indien-Kram, den kannst du so gar nicht einbauen. Genau. Was war denn? So ein Gewinde im Arsch. Guck mal, was wir Schönes gemacht haben. Im Arsch, das tut doch weh. Ja. Das ist die richtige. Ja, ne? Wieso, was war denn im Arsch? Dein Gewinde war doch hinüber. Das Gewinde hat, das war irgendwas und die Mutter passte da nicht drauf. Und guck das mal, hat gewackelt. Habe ich neu gemacht. Eine Drehbank. M28 mal? 1,5. Für dich. Och man, ihr seid ja. Echt jetzt? Ja, von Herzen. Und ich schimpf. Sogar die Mutter hat er selber gedreht. Aus Material. Aus Halbzeug. Und ich schimpf mit euch. Mhm. Gut, dass wir es nicht gehört haben. Ja. Guck mal, hier auch alles. Aber weißt du was, ich habe das auseinandergebaut, dann baut ihr das auch wieder zusammen. Ja, was soll das denn? Ich wollte das gar nicht. Das hätte alles gar nicht gehalten. Du willst das doch vernünftig haben. Du willst das doch vernünftig. Ne, Junge? Jetzt machen wir das vernünftig. Ja, das Gewinde. Jetzt funktioniert das endlich mal. Das war alles total schief. Neu gedreht. Oh, schön. Ja. Guck mal. Neue Lagerschale? Nee, das ist die alte noch. Die ist für den Arsch. Die auch für den Arsch. Ja. Das tut doch auch weh. Ja. Aber wir bauen das jetzt mal zusammen. Dann gucken wir, ob das passt. Und soll ich denn nicht mehr mit euch schimpfen? Nö, das wäre ganz nett.
Also mir tat das jetzt nicht weh, persönlich. Nö, du bestehst so über den Ding, ne? Ja. Dich kann man auch ordentlich anschreien, du merkst das nicht, ne? Ja. Nur irgendwann macht er nichts mehr für dich. Das wäre dann der einzige Unterschied. Nee, aber ich hatte ja schon anfangs immer dieses Gewinde. Das ist ja, eigentlich soll das ja auch ein Feingewinde sein, aber ist das hat fein. Ja, aber das hat ja überhaupt keine richtige Steigerung, wenn man da mal guckt. Nee, das haben die echt scheiße gemacht. Ja, das ist indische Kacke. Und wir haben ja gesehen, dass die Mutter auf diesem Feingewinde geklappert hat. Und dafür ist ein Feingewinde nicht da, dass die Mutter dann lose drauf kommt. Wenn du das da drauf drehst, dann... Nee, und dann fahre ich einmal über ein Schlagloch und hopp die Mutter ab und die Gabel haut mir ab. Dir das... Du. Alles auseinander. Dann kann ich auf dem Hinterrad bei Vollgas weiterfahren. Ja. Ja, auch Schwungstarterfahrt. Schaffst du aber nicht immer. Bis zum nächsten Mal. Nicht in dem Moment. Nee, dann tust du mich auf die Fresse. Ja. Und das bist du auch nicht. Und das ist eine schöne. Also, wir haben das jetzt mal für dich vorbereitet. Oder ich hab's vorbereitet. Toll, habt ihr das. Wie hast du das eingespannt? Zum Gewinde draufdrehen? In eine Drehbank. Ich habe den. Das Schneideisen kommt ins Futter rein. Ich habe das Schneideisen ins Futter reingetan. Ich bin das Futter jetzt. Du bist das Futter, genau. Ich bin das Futter. Den wieder runter hier. Ich bin das Futter. Du bist das Futter. Dann habe ich den da praktisch gegengepresst mit dem Reitstock und einer mitlaufenden Spitze. Dann habe ich Druck drauf gegeben auf den Kram. Das hier habe ich am Spannfutter praktisch festgekeilt, dass der sich mitten nicht mitdrehen konnte. Ja, und dann dreht der sich hier. Und dann dreht sich das Drehbankfutter. Und dann immer schön nachstellen hier. Ja, geil. Doch. Genau. Der Sommer war, Jörg? Ja. Also ich baue das nicht zusammen. Kannst du auch gar nicht. Wieso soll ich das nicht können? Beweis das mal. Beweis. Du weißt es. Zeigen. Ich tu mal so, als ob ich hier. Ja. Da sind die Kugel. Hast du noch mehr Kugellagerkugeln? Guck, die haben Kugellagerkugeln, haben wir genug. Was explodiert? Ja, was jetzt? Was ist jetzt? Presse? Ja, hier stimmt schon wieder was nicht. Ist ja gerade der Eisschlitten auseinander geflogen und jetzt neulich ist die DKW. Ne? Die ist gut, die kleine Fettpresse, ne? Toll. Die ist lustig, ja. Die dreht sich immer so, ne? Wie, die dreht sich? Nee, das Fett. Der Hebel dreht sich. Merkst du das nicht, wenn du drauf drückst? Ja, ich hab die ganze Zeit schon gewartet auf euch und dann kommt ihr nicht und meldet euch nicht. Ja, wir hatten so geht man nicht mit Freunden. Wir standen 4 Stunden an der Brücke, Linda und Nisse, und die ging nicht auf. Ach. Irgendwann sind wir dann umgedreht. Irgendwann haben wir ein Schild gelesen, dass sie gesperrt ist für ein halbes Jahr. Oh, jetzt ist eine Kugel weg. Ja, jetzt muss ich wieder eine neue Kugel suchen. Die ist jetzt unten im Loch. Ich hab noch Kugeln. Kannst du ja mal gucken. Kennst du den Witz mit den Bäckern, mit den Kugeln, rumkugeln? Nee. Ja. Oh, jetzt kommt ein Typ in den Bäckerladen. Und dann sagt er, er möchte rumkugeln. Weißt du, was die Bäckersfrau sagt? Tun Sie sich keinen Zwang an. Ja. Witzig, ne? Ja, irgendwie, ja. Oh, ich kannte den leider schon. Ja. Du auch, ne? Hast du schon mal einen Witz erzählt, den du noch nicht kanntest? Nee, das geht ja nicht. Aber Christian hat ein bisschen gelacht. Ist sie jetzt alle? Oder kommt ein Pferd in den Bäckerladen und dann sagt das Pferd, ich möchte ein Brot haben. Und dann sagt die Bäckersfrau, schwarz oder weiß Brot? Und dann sagt das Pferd, ist egal, ich bin mit dem Fahrrad hier. Alter. Der ist auch geil. Das ist schon ein Anti-Witz. Der ist heftig. Ja. Schön weit aus. Ganz tief ausgegraben. Mhm. So. Ich glaube, das reicht. Ne? Weißt du, was mich auch mal interessiert, was ich gerne mal wissen möchte, wie Kugeln hergestellt werden? Das habe ich auch schon gefragt. Bestimmt wie Murmeln. Wie werden Murmeln in hier weiß ich nicht, auch so wie Kugeln. So wie Kugeln. Ja. Und sie werden in so Drehdingern? Nö. Wir müssen das mal googeln. Nein, nee. Googeln. Ja. Gehört hier nicht noch eine Unterlegscheibe hin? Hä? Da war keine bei. Nee? Ja, hast du schön gemacht. Das ist richtig schöne Modelle. Das ist richtig schöne Modelle. Schöne Industriemodelle. Mhm. Ja. Die soll noch verchromt werden irgendwann, glaube ich. Die schnappt da gut rüber. Ja. Passt der Scheiß wenigstens. Ja.
Ich bin ja gespannt. Das, was du, das hat ja hier Krishan auch gedreht, dieses Teil hier. Und das ist jetzt gut für unsere Lenkerhalterung. Wegen dem Ding haben wir ja die ganze Kabel auseinandergenommen. Soll ich die schon mal flacher drehen? Kannst du machen. Kriegst du das hin? Dann hast du was zu tun. Was soll das denn jetzt schon? Das weiß ich nicht. Bist du das lieber? Wenn du das genauso exakt machst wie die Aluhülse da drin, dann mache ich das lieber. Ich weiß nicht, wieso das jetzt soll. Das ist indisch. Da war ich nicht. Da war ich nicht bei. Aber die können die flacher drehen und dann. Also, ich habe sie jetzt erstmal größer gelassen, um zu gucken, ob das. Guck mal, so, dann baue ich. Dann löte ich das schön auf. Da haben wir eine richtig geile Hutmutter. Ja. Ja, höher darf auch nicht, ne? Wegen. Und die schön mit Silberlot verlöten und dann polieren. Die sieht geil aus. Und ich drehe die jetzt flacher. Hast du schon fest angezogen? Ich wollte doch eigentlich gar nicht mitarbeiten. Ja, so. Schon hatte ich wieder die Flossen da drin. Ja, so ist das immer bei mir. Aber vielleicht gehst du echt mal an die Drehbank, machst das, dann nervst du hier nicht rum, während wir den Rest. Siehst du, ihr wollt mich los sein. Hier, jetzt bleibe ich hier. Anstatt froh zu sein, dass wir hier seine Arbeit machen. Ne? Ich gehe mit meinem Bier in die Dreherei. Ja. Mach das mal. Vielleicht aber nicht nur Bier trinken. Ich muss den Kameramann fragen, ob ich abhauen darf. Nick mal mit der Kamera, ob ich abhauen darf. Jetzt ist er weg. Jetzt haben wir Ruhe. Ja, du kennst diese Gabeln, ja? Ja. Weil du da ja auch schon etliche zusammen und auseinandergebaut hast. Ja. Ich kenne die nur vom Sehen. Ich finde die wunderschön, aber ich habe noch nie so ein Ding wieder zusammengebaut. Ist also, immer wieder scheiße. Ist es, ne? Ja. Was kam mir beim Auseinanderbauen nämlich auch schon scheiße vor. Ja. Ja. Aber du weißt, wo was hingehört, weil ich konnte mir das jetzt nicht merken. Doch. Wir nehmen jetzt erstmal den Gabelkörper da. Lenke. Heißt das Gabelkörper? Keine Ahnung, fiel mir jetzt so ein. Ja. Steck den da rein. Eigentlich müsste man das jetzt ganz brav mit Fett und so machen, aber. Kommt der eh nochmal auseinander? Das Ding kommt ja eh nochmal zum Lacker. Und die ärgern sich immer, wenn irgendwas gefettet oder geölt ist. Ja, so, guck mal hier. Und jetzt schiebe ich den da wieder. Da hin, genau. Jetzt müssen wir hier nur treffen. Warte. Und jetzt musst du. Ist er getroffen? Ach, der hat ein Gewinde da drin, ne? Ja, ja. Ach, du musst jetzt die kleine. Die mal vor und die rein. Andere Richtung, glaube ich, ne? Oder? Warte mal. Nee, so. Müsste schnäbeln, oder? Oder ich brauche was zum, weißt du, was das für eine Schlüsselgröße ist? Was ist das, 22 oder wonach sieht das aus? Ja. Christian, erzähl mal was zu dieser Art Gabel. Also das ist eigentlich eine ganz einfache, ich glaube, hier oben ist das Problem, weil der nämlich schon... Ach, der ist so weit drin. Ja, der sitzt auch irgendwie schief, habe ich den Eindruck. Das ist irgendwie so alles ein Plünkram. Sind die sonst auch Plünkram? Also die Originalen sind super. Aber es gibt keine guten Nachbauten mehr, hast du mir erzählt, ne? Nee. Das heißt, entweder hat man original altes Material oder den indischen Nachbau, genau. Oder? Genau, und über den ärgern wir uns jetzt gerade hier so ein bisschen. Weil der, was machen die anders als die Original? Soll ich den reindrehen hier? Nee, geht ja gar nicht. Der hat doch auch ein Gewinde da, oder nicht? Ja. Also ich drehe den jetzt. Du musst ein bisschen rein. Warte, genau. Er ist nicht gerade davor. Jetzt. Also das ist eigentlich so die ganz normale Form von Gabel, wie sie bis Mitte der 40er Jahre verbaut worden ist. In England? Ja. Aber auch in Deutschland viel. Das heißt, hat da irgendein Hersteller mal Patent drauf gehabt? Ach, das gab etliche Hersteller in England. Druid und Webb und in Deutschland gab es die Tigergabel. Das war so das bekannteste Fabrikat. Standard hat solche Gabeln hergestellt. Und die Inder, die das jetzt so minderwertig herstellen, gibt es da überhaupt keine guten Vorgaben mehr, wie sowas mal damals gebaut wurde. Die haben doch damals nicht so eine lausige Qualität hergestellt, ne? Also, die würden sich doch im Grab umdrehen. Um gelinde auszudrücken, der Typ, der das damals in den 20er Jahren oder 30er Jahren so gebaut hätte, der hätte wahrscheinlich in seiner Lehrwerkstatt von dem Lehrmeister sofort an die Schnauze gekriegt. Wenn er sowas gebaut hätte, ja. Also das konnten die damals besser. So, jetzt versteht man das.
Dann musst du lauter sein. Ja. Übrigens noch mal zur Info, ne? Ich habe jetzt ein Mikro und Herr Wille hat kein Mikro. Das liegt aber daran, weil wir momentan auch das Zwei-Mikro-System haben. Das andere hat ja Andi. Aber wir kriegen demnächst 4 Mikros. Das heißt, wir können mit 4 Leuten hier Scheiße labern und alles ist verständlich. Das ist doch geil, außer, ne? Der Inhalt. Ja, gut, das ist aber was ganz anderes. Da kann das Mikro nichts für, ne? Nee. Soll ich noch gegendrehen? Ja, ich zieh den jetzt erst. Ja, ja, ich merke, jetzt wird er leichter. Ja. Soweit ich mich erinnern kann, sind doch hier eigentlich Reibungsdämpfer unter, oder? Da sind noch Reibungsdämpfer dazwischen. Die sind da jetzt ja gar nicht. Nee, ob der Feldmann die jetzt unterschlagen hat oder was. Hier ist irgend so eine Scheibe, aber das kann doch nicht alles sein, oder? Oder ist das bei der indischen Ausführung alles? Das sind auch sonst diese mehrschichtigen Reibungsdinger unter, oder? Also da bin ich jetzt echt überfragt, ob das bei der hier, ob da... Eigentlich reicht eine Scheibe. Also kann schon sein, dass das original ist. Ich mache jetzt mal nicht mehr, weil jetzt wird er wieder. Jetzt wird er wieder fester hier. Oder musst du jetzt mehr oder muss ich mehr? Bei mir wird er jetzt auch relativ fest. Mach du mal. Das ist aber komisch. Eigentlich. Ich drehe ihn noch mal ein Stück zurück. Er soll ja mal parallel. Laufen, ja, ja, genau. Ne? So, warte, irgendwo war er da eben. Jetzt ist er wieder lose. Ja. Irgendwie ist das komisch, dieses Ding. Ah, jetzt kommt er. Das ist immer. Du drehst ihn jetzt raus? Nee, er kommt raus, ne? Ja, die, ja, genau. Das ist immer, die verspannen sich gegen. Ja, ja, genau. Dann musst du, ja. Und dann, ich glaube, das ist soweit erstmal ganz gut, Jörg. Ja. Ja, also er ist jetzt hier erstmal so auf Anschlag. Ja. Na, Andi? Na, Männer? Sieht ja schon noch was aus. Hast du Bier getrunken an der Drehmaschine? Hast du einen reingedreht? Ja, guck mal, hier habe ich flach gedreht jetzt. So ist die jetzt. Das ist ja schön, aber hier musst du ja noch absetzen, ne? Das muss ja. Nee, die brauchen nur von einer so aus. Oder willst du so rum dann die. Nee, die. Oder so, ach so, soll ich die noch entgraten? Also das ist nicht fach. Das ist auf meine Seite, das ist ja nicht fachgerecht. Nein, hier hast du das auch nicht so gemacht. Natürlich habe ich das nein. Auf meinen Seite. Nicht auseinandernehmen. Ich nehme die auseinander. Nein. Dann glaub mir. Aber das kriege ich jetzt nicht mehr so eingespannt. Dann nimm doch die Seite für die Lötung. Kannst. Aber das sieht schöner aus. Das sieht schöner aus. Letzten Endes ist das ja auch scheißegal. Nein, ich finde, ich poliere die so ein bisschen hier, die Kanten so ein bisschen. Dann seid ihr zufrieden. Ja. Das war auch gar nicht so einfach, so eine Mutter einzuspannen, weil, wenn du die nur so einspannst, dann eiert die immer. Das musst du ausrichten. Deswegen war ich so lange. Du hast keine weichen Backen, ne? Keine ausgedrehten. Ich habe rote Backen. Mhm. Keine weichen. Aber das ist tatsächlich das Geheimnis, um sowas rund hinzukriegen, dass das rund läuft. Ja. Weiche Backen. Tipp von Horst. Das hat Horst dir erzählt. Wenn man die so ausrichten kann, meinst du, ne? Wenn die. Nee, aber das, was das heißt denn weiche Backen? Die sind aus weichem Metall. Also das Material ist dann nicht so. Normale Backen im Drehfutter sind ja so, dass die stahlhart sind. Die sind gehärtet, die Dinger. Und bei weichen Backen ist es eben so, dass du weiches Eisen nimmst und dann spannst du irgendwie ein Stück Rundeisen ein, ziehst die Backen an. Und dann kannst du mit dem Drehstahl da reingehen und dir praktisch so einen Rezess in diese Backen reindrehen. Und dadurch laufen die 100% rund, die Dinger. Ach so. Dann hast du nach hinten einen Anschlag. Ja, denn irgendwann ist sie ja über, denn das ist dann ist ja das Backen. Irgendwann drehst du die komplett ab und dann schmeißt das Futter weg. Stichst ein Stück weiter rein. Ja. Ach so. Komm dir klar? Ja. Geh du mal wieder... In die Dreherei. Dreh dir mal an. So, jetzt hatten wir ja von Andi noch dieses spezial angefertigte Element bekommen zur Aufnahme der Feder. Das gehört hier so rein. Und wenn wir das jetzt nach vorne kippen. Ach, er braucht den leichten Winkel, ne? Nach ja, hinten. Ja, jetzt ist der ganze Scheiß natürlich viel zu lang. Ich kann mal gucken, ob wir das da reingedrückt kriegen wir es. Das ist jetzt aber bei den normalen Gabeln nicht, ne? Das ist kürzer.
Und Andi hat es jetzt länger gebaut, ja, weil... Warum auch immer. Wahrscheinlich, um die Länge hier unten auszugleichen. Wir haben ja hier jetzt was untergefüttert, damit wir mit der Gabel tiefer kommen. Ja. Und dadurch haben wir ja den Abstand von hier nach da verändert. Und das hat er hier wohl ausgeglichen. Gut. Würde ich mal sagen. Wenn es denn funktioniert. Dann ist ja alles gut. Lässt er sich drehen? Oder? Ja, ich habe den jetzt so mit der Hand da reingemacht. Das ist gut. So, jetzt kommt das Schwierige bei der ganzen Kiste. Und das ist auch bei den alten Gabeln genauso schwierig. Das ist eins zu eins die gleiche Schwierigkeitsgrad. Die gleiche. Warum haben die das schwierig gebaut? Hätten sie es nicht auch einfacher bauen können? Jetzt haben wir natürlich nur das Problem, wenn wir es in den Scheiß jetzt... Ach je, sollen wir das mit einem Spanngurt machen? Da wäre ein Spanngurt, geht da. Was man auch machen kann, ist mit Schraubzwinge. Wobei Schraubzwinge dann ganz gerne mal wegploft. Und Spanngurt? Wenn man Spanngurt jetzt, könnte man... Ja? Ja. Der muss ja... Weiter ran und auch noch höher, ne? Ja, ja, also wir müssen hier jetzt praktisch, ja, ich sag mal so, siehst ja hier, so ein oh, aber ich hab Kraft. Alter Schwede, hier. Ja. Nenn mich Schraubzwinge. Jetzt passt das geht er natürlich nicht. Das heißt, da müssen wir jetzt... Was? Warte, ich hatte ihn. Oh. Ja. Wow, geil, das ist doch gut. Ja. Dann haben wir hier lauter solche modernen. Ja, Wahnsinn, wer sich das mal ausgedacht hat. Ja, ja. Und dieses Prinzip wurde groß verändert oder war das immer dasselbe Prinzip? Die Amis haben auch ein ganz anderes bei Harley. Die Amis haben die komplett Springergabel. Andere. Ja, ja, Indien hatte doch diese komischen... Federgabeln mit Blattfeder vorne drauf. Ja, hier passt nichts. Dann wird der gehört dann da. Das ist aber ein ganz anderes Prinzip bei den anderen Gabeln, ne? Ja, das gab schon 1000 verschiedene Sachen. Irgendwann kam BMW dann ja vor dem Zweiten Weltkrieg schon mit Die sind zu groß. Mit den ersten Teleskopgabeln raus. R66 und so. Aber das gab wahnsinnig viele. Also, welche gut gewesen sein sollen, das waren die Harley-Gabeln. Die haben sie ja auch teilweise in Lizenz in anderen Ländern nachgebaut. Und die immer noch gebaut werden. Diese Springergabeln. Ja, das gibt es auch nach wie vor, oder? Nach wie vor. Also für Leute, die sich ein bisschen Leid antun wollen, die haben dann die Springergabeln. Noch mehr? Guck mal hier. Oh, das ist schön. Wow. Ist die heiß? Nö. Oh, ja, mal. Bisschen. Oh, habt ihr die Feder schon drin? Mhm. Ja. War das einfach? Ging, ja. Ging. Bärenkräfte. Ja. Er kommt da nicht gegen. Nee. Wie habt ihr das denn gemacht mit der Feder? Habt ihr gehebelt? Nee, das war... Gedrückt. Ah, gedrückt. Das gedrückt. Ging echt einfach. Einmal so runtergedrückt, reingesetzt. Das war ein bisschen schwieriger, das Ding hier parallel durchzukriegen, weil die Dinger ja auf Spannung auseinander wollen. Ja. Aber da habe ich einfach so die Schraubzwinge gemacht. Ja. Also was wir jetzt festgestellt haben, wir haben dadurch, dass wir da jetzt was drunter haben und da was... Ah, das Ding ist etwas in die Länge gezogen. Wir haben die Geometrie etwas geändert. Und hier, er ist jetzt gekippter. Und dadurch ist da keine Spannung mehr drauf. Da sollte ja auch ein bisschen Spannung drauf sein, ne? Du musst aber bedenken, es ist kein Rad drin, das Ding steht nicht auf dem Boden. Ja. Das heißt, er ist jetzt komplett ausgefedert. Wenn das Ding auf dem Boden steht... Rad reinbauen und stellen sie mal hin. Dann müsste sie eigentlich schon... Die auf den Lenker habt ihr auch abgebaut. Könnt ihr auch wieder anbauen. Ja, Chef. Das wart ihr nämlich. So, musst du doch sagen. Meister. Aber schön. Also ihr seid schon gut. Ja, ne? Ganze Aufregung umsonst. Ja. Dürfen wir das nächste Mal wieder mitmachen? Ach, ich habe mich doch in Wirklichkeit gar nicht so doll aufgeregt. Oder? Du hast von 2021 bis 2022 Trauer getragen. Das war ja letztes Jahr. Ja, ja eben. So lange ist das schon her. Ich setze mich einen Augenblick hier hin, ne? Ja, muckt er. Ja. Die eine Unterlegscheibe fehlt. Also wenn ihr was isst, ich bin hier, ja? Ja, wir sagen Bescheid. Ja. Wenn wir Hilfe brauchen. Guck mal, er ist hier aber auf Spannung. Ja. Wieso ist der auf Spannung? Soll ich mal drücken? Ja, drückst du. Oh. Ja, nehmen wir noch weiter. Komm, das schaffst du. Ja. Baby. Ich bin schon mal mit so einer Gabel gefahren, mit geliehenem Motorrad in England. Das war eine Sunbeam. Und ich fand das Fahrverhalten total klasse. Die war ist ganz auch schön. Die war neu restauriert und das war wirklich...
Die machst du jetzt. Ich also, kein schlimmes Fahrverhalten. Warte mal. Wo soll ich zuerst? Probier mal so. Ich hole mal einen schönen Schraubenzieher. Ja. Mhm. Und der sollte jetzt in, von der Höhe her so sein wie, wie hier die Arme. Ja, probieren wir aus. Wir können das ja auch ein bisschen hin und her. Das ist ja, genau. Variabel. Ich ziehe die nur ein bisschen warm an. Ja. Kann man auch noch ein bisschen hin und her biegen. Der ist jetzt parallel zu dem. Jetzt nur mal so. Guck mal, wie genau das passt. Aber wir haben auch noch keinen Lenkanschlag. Den machen wir auch noch. Du kannst, ne, sowieso nicht viel weiter. Eben, nachher mit dem Gaszug. Nee, nee, genau. Also, das, wenn du nachher so bist. Den Lenkanschlag, den müssen wir hier noch. Der müsste so ungefähr. Da muss was hingeschweißt werden. Ja, auch hier. Ja. So wäre das. Ja. Weiter sollte er nicht. Und die Seite. Naja, dann würde er dann da auch irgendwo. Hast du ja hier nachher auch deinen Griff und so. Klärst du die Flossen. Und das ist ja, ja schon weit, wenn du so, wenn du so lenkst. Ja. Und das Gute ist, wenn du den Tank jetzt weiter runtergesetzt hast, ne? Andi, ja, ist, klemmst du dir eben auch nicht die, die Finger beim Einlenken, weil du jetzt hier genug Luft trotzdem hast. Ne? Hier ist ja zum Lenken ja genug Platz. Noch kein Rad drin. Was ist das, ein Feeling, du. Was hier denn? Ist noch nicht angezogen. Na. Nee. Nee, ist noch nicht angezogen. Müsst ihr den anziehen? Ja, brauchen wir. Männer. Nein. Geil, so, ne? So, also, frischen runter den Lenker. Also. Das ist so schön, ne? Hirschlenker. Und das reicht so, der Anschlag. Ja. Ja. Geil. Buchse nach Vorsicht. Die steht jetzt nur auf den. Der Bremsanker muss mit rein da. Ja. Ja. So, die ist fest. Geil. Das sieht toll aus, das Klappen. Ja, ja, alles so, ne? Ja. Ich finde das ja bald auch noch schöner ohne Lampe, ne? Ja, ne? Ich mach die Lampe da vorne gar nicht so gerne haben. Ne? Ich habe neulich einen gesehen, der hatte. Auch kannst gar nichts. Das habe dieses Video, was ich dir gezeigt habe. Ja. Und da war doch einer, der hatte hier so an der Seite eine ganz kleine Lampe, ne? So, wenn das für einen TÜV reicht. So, ist doch eine Beleuchtung. Hallo? Und wenn ich hier, hier eine Glühbirne hinhänge. Ja. Ich mach mal runter, ja? Jo. Hol dir mal dein Bier. Ja. Oder wissen, du kannst auch ein normales trinken noch. Grums. Fettpresse. Nicht gut vorbereitet. Da ist auch die Unterlegscheibe, die wir gesucht haben. Ah, ja. Die tue ich mal in die Schale. Hier. Ja, tue ich mal hier rein. Und unten drin ist noch eine Kugel von vorhin. Unten. Boah, das ist toll aus. Ich mach die Lampe gar nicht mehr anbauen. Lass sie doch erstmal weg, da findet sie schon irgendwas. Kannst du doch hier auf, gib doch die auf den Helm. Ja, Kopflampe. Ja. Federt die? Ja, ne? Geil. Hier habt ihr noch nicht fest. Soll ich die mal hinstellen? Auf den Seitenständer stellen? Hier fehlen auch noch die Unterlegscheiben. Ja. Die hast du uns gar nicht mit dazugegeben. Konnten wir gar nicht fertig. Wo kommen hier Unterlegscheiben? Ja, denke ich mal, oder? Ja. Oh, weiß ich nicht. Wenn hier die Lampe ist, ne, sieht das deswegen so vorgeglubscht aus, weil natürlich diese Gabel schon weiter vorbaut als eine normale Gabel. Und dann baust du halt immer weiter nach vorne. Mhm. Ne? Und dann hast du hier noch eine Lampe, dann ist die schon einen halben Meter vom Tank weg. Vielleicht solltest du mal gucken, wie das aussieht, wenn du die Lampe hier unten anbaust. Manche machen das ja auch hier oben. Ja, so. Oh, ja, schreib doch gleich Harley Davidson. Ja, das sieht scheiße aus. Das sieht kacke aus. Mal gucken, wir gucken uns das jetzt noch mal so an. Ach nee, hier sind noch Muttis drauf. Steck mal einfach da rein. Okay. Du, schlimm ist ja, es nicht. Ja, es ist. Aber du fandest den Blick da drauf so gut, ne? Ja, da unten ist sie besser, du. Die könnte ruhig tiefer. Ja. So, ne? Mhm. Dann machst du sie noch tiefer und dann machst du hier eine Schelle von unten gehen. Ja, Schlauchschelle. Und dann an den Rad. Ja. Hier kannst du auch einen Ausschnitt ins Rad reinmachen, damit das passt. Ja. Oder mit Baukleber hier das festmachen. Geht ja auch. Ja. Und das wird nicht das Problem. Es gibt eine Menge Möglichkeiten. Fest geht immer.
Das geht immer. Aber da ist die Lampe auch nicht so. Doch, sieht besser aus. Es kommt ein bisschen auf die Perspektive an, von wo man sich das anguckt. Und weil das hinten sowieso nicht federt wegen deinem Auspuff, braucht das Rad sich vorne auch nicht drehen. Nö. Alles einmal fest. Ja. Man könnte ja auch ein Standeisen da draus bauen. Aber das, ich weiß noch nicht. Die Lampe an sich ist ja hübsch. Also ich würde die erstmal weglassen und mal gucken, was sich hier gibt. Wenn man damit nicht zufrieden ist von Anfang an, dann würde ich das erstmal beiseite packen. Vielleicht auch ganz was Hochmodernes, so eine kleine LED-Strahle. So. Wenn man sieht, was es da schon für Rücklichter gibt, ne? Die, ja. Und Blinker, die sind so groß wie eine Sechser Mutter. Ich glaube, wir müssen mal googeln, was wir so. Ja. Ich gucke mir sowas ja immer nicht an, diese neumodische Scheiße. Wie viel ist es ja auch so Knilz. Ich mach das nicht leiden. Das ist mir so mit Plastikgehäuse. Das gibt's aber auch in Edel, mit gefrästen Alugehäuse. Ja. Wollen wir mal gucken? Ja, Christian, du musst ja jetzt auch nach Hause. Wir wollten ja eigentlich noch was anderes machen, Podcast. Das ist ja auch immer ganz nett. Aber da wir. Zu spät. Zu spät. Die Rückschläge heute waren ja nicht so ganz witzig. Rückschlag im wahrsten Sinne des Wortes. Der Eisschlitten hat sich zerstört. Auch am Arsch. Nee, im Arsch. Der ist richtig im Arsch. Ne. Deswegen machen wir einen Podcast später. Ja. Entschuldigung. Jetzt warten wir auf Jörg und dann trinken wir noch ein schönes Bier. Und dann ist Schluss für heute. Ja. Mal sehen, was es hier für eine Lampentechnik gibt. Ich habe das ja extra schon so gebaut. Normalerweise ist der Taro ja auch hier schon. Ne? Und das würde mich ja dann auch stören. Und ich finde das so gut, dass das alles frei ist. Deswegen habe ich ja schon gesagt, der Taro muss da hin. Ja. Und jetzt soll die Lampe, die muss auch woanders hin. Naja. Ja. Wir werden sehen. Die Tacho-Halterung ist ja sowieso vom Winkel her. Ja, das war der Taro, ja. Hier vorne so, ne? Mhm. Und hier so eine ganz kleine. Vielleicht gibt es bestimmt was. Ja. So mit Fernlicht, Abblendlicht, ganz modern. Ja. So ein kleiner Hebel am Lenker, zack, zack. Na, da bist du ja. Da bist du ja wieder. Ja. Wir haben gerade beschlossen, wir machen heute keinen Podcast. Nee. Wollten wir eigentlich, aber wegen den ganzen Rückschlägen. Sind auch echt ein paar Rückschläge immer noch, jetzt gewesen. Ist auch schon viel zu spät jetzt. Guck dir mal meine Uhr an. Ja. Ich war meine erst. Ja. Also. Hört auch nicht mehr früher. Bei drei wieder? Ja. Wer sagst du mal? Sag mal du mal 1, 2, 3. 1, 2, 3. Du kannst es besser. Ja? Das war ein guter Plop. Ja. Prost. Das war auch alkoholfrei. Sollst du noch fahren? Ja. So, liebe Freunde. Ich hoffe, das hat euch wieder gefallen. Ich hätte ja vorher am Anfang ja nochmal sagen können, stellt euch eine Flasche Bier hin. Wir wollen nachher mit euch anstoßen, aber jetzt. Machen die wahrscheinlich. Aber ich wollte sagen, die müssen sowieso generell sich eine hinstellen. Ja, immer. Das ist besser bescheuert, wenn du so einen Computer anmachen, Bier hinstellen. Ja. Ja. Wir sollen mal zu dritt mal Prost sagen, Männer. Eins, zwei, drei. Prost, Männer! Das gibt tatsächlich speziell so Firmen, die jetzt für die Lederausstattung für Autos, die werden beliefert und da kannst du bestimmen, welchen Geruch möchtest du haben. Dieses Leder, das hat nicht den eigenen Tierledergeruch, sondern es wird ja parfümiert, dieses Leder. Ja, ich glaube, ein normal echt gegerbtes Tierlederstück, das würde man halt eher als unangenehm empfinden. Kann nee, dann nimmt sagen, man doch so Muchel. Ja, so halt so Tier. Da kommt so irgendwas vom Walfisch. Verwesung oder das wird mit so einem Walfisch Kotze. Kotze. Das stimmt. Walfisch. Ohne Scheiß. Was? Das habe ich neulich gerade gelesen. Die teuerste Lederausstattung der Welt. Heute mit Walfischkotze. Da wird damit abgerieben. Aus der Walfischkotze. Gibt's auch Igelpisse oder irgendwas? Nein. Du glaub mir doch. Wie fangen die das dann auf unter Wasser? Mit einem Eimer. Die schwimmen da so hinterher. Erst kriegt der Wal einen Kasten Bier, sondern ist er kotzt.